Der 14. Juli veränderte fast jedes einzelne Leben im Ahrtal. Mit der Flutkatastrophe, die es durch das Unwettertief Bernd Mitte Juli 2021 gab, verlor das Ahrtal bestehende Infrastruktur, 135 Menschen ließen ihr Leben und 766 wurden verletzt. Das Ausmaß der Katastrophe ist unbeschreiblich. Umso schöner ist die Tatsache, dass die zweite mobile Kläranlage des Deutschen Roten Kreuzes in Hönningen installiert wurde. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um wieder mehr Richtung Normalität zu kommen. Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir gesundheitliche und Umweltaspekte hier berücksichtigen und die Einleitung von ungefilterten Abwässern mit möglicherweise biologischen Schädigungen dann in die Ahr ist natürlich problematisch. Das ist problematisch für die Gesundheit der Menschen, das ist aber auch problematisch natürlich für die Umwelt. Und so eine Interimskläranlage, eine provisorische Kläranlage, die ja schon in der Lage ist, 95% aller biologischen Schadstoffe rauszufiltern, ist natürlich ein insgesamt sehr, sehr großer Fortschritt, wenn wir sehen, dass jetzt hier im Ahrtal auch schon mehrere provisorische Kläranlagen aufgebaut worden sind, dann ist es schon ein wesentlicher Schritt, um eben den Gesundheitsschutz der Menschen, der absolut Vorrang hat, zu gewährleisten, aber auch natürlich den Umweltschutz sicherzustellen. Die Ahr wird noch Jahre benötigen, um wieder so zu sein, wie man sie vor der Flut kannte. Um jedoch etwas Umweltschutz zu betreiben, hat sich Kurt Seigin aus der DRK International eine Erfindung einfallen lassen, die zuerst keiner ausprobieren wollte, doch mittlerweile in Bangladesch und Deutschland steht. Was wir getan haben, ist, wir haben einfach nur das kopiert, was in normalen infrastrukturellen Kläranlagen auch gemacht wird. Das ist das normale Belebtschlammverfahren. Unser intellektueller Input, würde man sagen, ist, dass wir Teile verwendet haben, die händisch transportierbar sind. Das heißt, an keiner Stelle des Transports braucht man Lastwagen oder Gabelstapler oder Hebezeuge, sondern man kann alles per Hand transportieren, trotzdem aufbauen, in Betrieb nehmen, sehr schnell auch und dann mehrere tausend Menschen damit versorgen. Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Das Ahrtal kann aufatmen und durch die mobile Kläranlage kommt ein Schritt in die Normalität zurück. Doch wie viel Fortschritt ist das genau in den vielen Aufgaben, die Sie vor der Brust haben? Das gibt immer die Luft, sich wirklich auf den Aufbau dieser Infrastruktur zu konzentrieren. Wir haben in einem ganz anderen Bereich ja auch, unsere Schulen sind zerstört. Wir haben provisorische Schulen in Containern, wobei man sich das jetzt nicht als wirklich schlimm vorstellen muss, sondern die Container sind sehr modern, die haben einen guten Schallschutz. Also insofern fühlen sich da auch die Klassen sehr wohl. Aber auch das gibt eben die Luft, wirklich in Ruhe den Aufbau zu planen und zu machen, um wieder aus einem Provisorium wieder rauszukommen. Und das ist diese Zweizeitigkeit. Wir müssen immer erstmal gucken, wie können wir jetzt damit umgehen, damit es möglichst bald nicht mehr so schlimm ist, wie es war, und uns gleichzeitig die Luft verschafft, ordentlich zu planen und die Zeit, die so ein Aufbau wirklich braucht, auch wieder in Anspruch zu nehmen. Von Tag zu Tag denken ist also ein Baustein, um die Katastrophe schnell zu bewältigen. Doch Angst vor der nächsten Flutwelle, die durch Starkregen und den Klimawandel ausgelegt wird, herrscht bei einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Ist die Kläranlage diesmal hochwassersicher aufgestellt worden? Das ist eine Frage, die wird sehr häufig gestellt. Ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Im Endeffekt gab es im Ahrtal, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ich kann das jetzt auch nicht validieren, gab es wohl in den letzten 10 Jahren 3 Jahrhunderthochwässer. Wie vorbereitet darauf sind wir? Wenn nochmal so etwas kommt mit genau derselben Höhe, dann wird es schwer. Wobei wir aufgrund der robusten Technik auch sehr katastrophenresistent sind. Also wenn irgendetwas überschwemmt wird oder überflutet wird, kriegen wir das sehr schnell wieder sauber und sehr schnell wieder in Betrieb. Aber sollte die gesamte Anlage weggespült werden, dann ist sie genauso weg, wie das beim letzten Mal auch passiert ist. Also darauf kann man sich auch nicht vorbereiten. Ganze Häuser, ganze Brücken wurden weggerissen. Man hätte, wenn, dann die Kläranlage irgendwo oben aufbauen müssen, auf einer Bergspitze. Das heißt, man müsste das gesamte Abwasser hochpumpen. Das geht auch nicht. Also das wird eine Frage der Zukunft sein, wie wir mit solchen Katastrophen umgehen. Um diese Frage der Zukunft kümmern sich andere, die das neue Hochwasserschutzkonzept ausarbeiten. Ein weiterer Lichtblick in Sachen Wiederaufbau ist fürs Ahrtal die baldige Inbetriebnahme einer weiteren mobilen Kläranlage.